Hallo Menschen, heute möchte ich ein Buch rezensieren, was ich jetzt einfach mal Echopraxia ausspreche, da das auch der englische Originaltitel ist und das deutsche Wort meines Wissens nach Echopraxie und nicht Echopraxia lautet. Deswegen hoffe ich, die englische Aussprache ist korrekt. Es wurde von Peter Watts geschrieben und mir über das Bloggerportal freundlicherweise vom Heine Verlag zur Verfügung gestellt. Ich war aber leider etwas enttäuscht. Dazu muss ich am Anfang sagen, und das ist auch eine wichtige Erwähnung, ich habe schon lange keine und auch allgemein recht wenig Hard Science Fiction gelesen, sondern die meisten von euch werden es wahrscheinlich wissen, wenn ich Science Fiction lese, dann eher die, die sich mehr mit der Gesellschaft und den Folgen für die Menschen beschäftigt, weswegen ich extrem lange brauchte, um in dieses Buch hineinzukommen. Die Prämisse des Romans, dass sich nämlich Wissenschaft und Glaube zunehmend durchmischen und dass durch religiöse Gruppenekstase wissenschaftliche Erkenntnisse erreicht werden, die fand ich einerseits dezent absurd, aber auch so interessant, dass ich richtig gespannt war auf den Roman. Eine ganze Menge Techno und auch Bio-Bubble sowie verstreute und immer unerklärt bleibende Andeutungen haben es mir aber halt recht lange unklar bleiben lassen, wer hier eigentlich gerade auf welcher Seite ist, wer überhaupt die Seiten sind und wofür die kämpfen. Das war teilweise sicherlich Absicht des Autors, um auch die Verwirrung unseres Protagonisten Daniel Briggs wiederzugeben. Meiner Meinung nach muss man dem Leser aber eben irgendetwas liefern, wenn er sich nicht 500 Seiten lang uninvolviert und vor allem uninformiert fühlen soll. Also es ist toll, wenn sich Protagonisten in einer Geschichte so unterhalten, als würden sie halt wirklich in der Welt leben, denn sie müssen sich ja gegenseitig nicht ihren Alltag erklären. Aber für den Leser muss man irgendetwas parat haben, dass der das auch versteht und sich halt in der Welt allmählich irgendwie heimisch fühlt, meiner Meinung nach. Und das dauerte halt unglaublich lange. Daniel Briggs taumelt dabei dann auch noch recht fremdbestimmt so durch diese Reihen, wobei seine herausragendste Eigenschaft zu sein scheint, dass er gerne flucht. Also bis zum Ende des Romans ist der für mich nicht lebendig oder auch nur interessant geworden. Ich hatte mir anfangs sehr, sehr viel erhofft von seiner bewussten Entscheidung gegen jegliche Implantate oder Genveränderungen zur Leistungssteigerung, was in seiner Welt eigentlich normal ist. Also ich hatte damit gerechnet, das wird ja definitiv zu einem Wettbewerbsnachteil führen, auch eventuell zu sozialer Ausgrenzung oder Mobbing. Aber das Schlimmste, was ihm eigentlich passiert, ist, dass ihn jemand Schabe nennt und sonst spielt es weiter keine große Rolle. Und dazu kommt halt auch, dass er unter anderem dadurch, dass er halt diese ganzen Erweiterungen und so nicht hat, den Konflikt, in den er halt so passiv reintaumelt, nicht wirklich versteht und es ihn aber auch nicht wirklich kümmert. Also er fragt in Abständen mal nach und dann antwortet ihm jemand so halb und dann ist auch schon wieder gut, meiner Meinung nach. So, jetzt habt ihr wahrscheinlich gemerkt, dass ich noch gar nicht wirklich was zum Inhalt gesagt habe. Ich fange mal so an, das Buch beginnt damit, dass Briggs so ganz traditionelle Feldarbeit in einer Wüste macht, was eigentlich auch gar nicht mehr vorkommt, dass Leute wirklich rausgehen und das Zeug anfassen und mit ihren eigenen Augen anschauen. Und aus seinen Sensoren und so merkt er dann, dass er ringsherum von, ja, Zombies attackiert wird. Also es ist kein Zombie-Film, wird auch halbwegs wissenschaftlich dann erklärt. Auf jeden Fall wird er attackiert und flieht in Richtung eines Klosters. Dieses Kloster ist der besagte religiöse Orden, von dem ich schon gesprochen habe, die eben durch Ekstase wissenschaftliche Erkenntnisse erlangen. Und dort wird dann recht schnell klar, dass gar nicht Daniel Briggs das Angriffsziel war, sondern eben dieses Kloster. Und wirklich innerhalb einer Seite, ich musste das auch nochmal lesen, ich habe es überhaupt nicht mitgekriegt, innerhalb einer Seite sitzen plötzlich Angreifer und die Angegriffenen zusammen im Kloster, weil sich plötzlich ein anderer Feind ergeben hat, und fliegen zusammen ins All. Also es kam für mich, ich war auch so, wie ist denn das jetzt gerade passiert? So, das ist die Handlung und Daniel Briggs steht so gefühlt immer 3 Meter hinter den anderen und lässt sich herumdirigieren. Den Menschen überlegene, aber nie so ganz erklärte Vampire, die bereits erwähnten Zombies, die meiner Meinung nach etwas besser erklärt werden, vergleiche wie, sie streckte sich wie eine Katze. Wirklich? Und setze, die auf Schnittchen oder noch schlimmer Professorchen enden, machten das Ganze für mich anfangs wirklich nicht besser. Und obwohl ich für diese
unerklärte Welt natürlich gerne noch mehr Antworten bekommen hätte, kam mir unser nicht genveränderter, allen hinterherhinkender Simplex-Protagonist zunehmend vor wie so ein etwas billiges Plot-Device, was einfach nur dazu da ist, um dem Leser zu besserem Verständnis zu verhelfen. Also er ist eigentlich immer so der Dumme, der nachfragen muss, der zu den anderen hinzukommt, während die schon ihren Plan gefasst haben und nachfragen muss, wo sind wir eigentlich? Was ist das Ziel? Wer greift uns hier an? Wo fahren wir denn hin? Und ohne ihn würden wir als Leser wahrscheinlich auch nichts verstehen, dass sich diese ganzen Post- und Transhumanen halt auf einer ganz anderen Ebene befinden. Und jetzt bin ich kein Romanautor, ich weiß nicht, wie ich es gemacht hätte, aber es hätte halt meiner Meinung nach von hoher Erzählkunst gezeugt, wenn man das nicht durch so ein billiges Nachfragen und dann genervtes Antworten der Überlegenen hätte vermitteln müssen. Also alles, was passiert, wird uns irgendwie durch Daniel Briggs, durch sein Fragen erst erklärt. Und wir wüssten wahrscheinlich gar nicht, was Sache ist, wenn es diese doch eher plumpen Dialoge nicht gäbe. So. Auf Seite 200 muss ich sagen, war mir die Welt immer noch nicht viel näher. Ich habe das Gefühl, dass ich mehr durch den Text auf der Rückseite erfahren habe, als durch die Geschichte an sich. Also zum Beispiel so Fragen wie, wer greift denn gerade an? Und wie konnten die das vorher wissen? Und warum fliegen die jetzt genau dahin, wo sie nun mal hinfliegen? Aber vor allem, wie funktioniert denn dieses Schwarmbewusstsein? Das wurde mir immer noch nicht klarer. Und meine Anfangsbefürchtung von, oh Gott, bin ich nicht intelligent genug, um dieses Buch zu verstehen, wandelte sich dann auch recht schnell zu, man kann es ja auch nicht verstehen, wenn es nicht richtig erklärt wird. Vor allem eben dieses kollektive Ekstase, was zu Erkenntnissen führt. Wird sogar im Buch manchmal angesprochen. Daniel Briggs fragt dann, wie funktioniert denn das mit jemandem, der für diesen Orden dann quasi für uns Menschen übersetzt. Und derjenige sagt auch nur, ich weiß auch nicht so genau, die haben an mir was verändert und seitdem kann ich die verstehen und an alles andere musst du glauben. Und ich brauche einfach ein bisschen mehr als Erklärung. Also, was ich dann auch erst im Nachhinein online erfahren habe, ist, dass mehrere Menschen der Meinung sind, dass man Peter Watts ersten Roman, Blindflug, gelesen haben sollte, um Echobrexia überhaupt zu verstehen. Das wird aber auf dem deutschen Buch nirgendwo so beworben als ein zweiter Teil. Also ich meine, es steht zwar ganz vorne beim Autorinfo dort, dass es einen ersten Roman gibt, der im selben Universum spielt, aber nicht, dass das wirklich der erste Teil einer Reihe ist und dass das vielleicht sinnvoll wäre, den zuerst zu lesen. Und wenn es als ein Einzelroman funktionieren soll, dann muss man es definitiv anders aufbauen. Also erst im Nachwort, was der Autor mit vielen Fußnoten zu verschiedenen wissenschaftlichen Artikeln spickt, werden dann einige Sachen erklärt. Aber nicht im Roman. Und während des Lesens bleibt man weitestgehend im Dunkeln und weiß überhaupt nicht, was Sache ist. Ja, und erst so ab zwei Drittel des Romans wurde die Welt für mich langsam plastischer. Dass ich mir auch sage, die Andeutungen, die es immer so gab, die werden etwas besser ausgebaut. Und ehrlich gesagt, was die über die Erde erzählen, fand ich viel interessanter als jetzt ihre sogenannte Pilgerfahrt, die die gerade durchs All unternehmen. Was übrigens auch keine Pilgerfahrt ist, meiner Meinung nach, aber das ist eine andere Sache. Und ich hätte viel, viel lieber einen Roman eigentlich gelesen, der auf der Erde spielt zu dieser Zeit, als jetzt das, was wir hier bekommen haben. Aber gut, das ist vielleicht auch Geschmackssache. Und selbst als mir die Welt langsam interessanter wurde, blieb es bei den Charakteren ehrlich gesagt recht niedrig, mein Interesse. Die hätten zwar Potenzial gehabt teilweise, aber das wurde für mich nicht sehr gut ausgebaut. So, grundsätzlich bin ich der Meinung, dass es dem Roman etwas an Rhythmus und Erzählkunst fehlt. Also die Ideen dahinter sind sehr gut. Gerade so die Sache mit dem Schwarmbewusstsein, allgemeine Überlegungen zu Wissenschaft, die vielleicht so weit fortgeschritten ist, dass sie uns schon so wie Magie vorkommt. Auch allgemeine Überlegungen so über das Bewusstsein und es gibt die Theorie, dass Gott ein Virus ist. Das finde ich alles ganz interessant. Aber an den Ausführungen hapert's meiner Meinung nach. Also ich würde das Buch immer noch so im mittleren Bereich einordnen, aber hauptsächlich wegen der Ideen. Also ich habe mir dann auch im Nachwort einige Fußnoten eingestrichen, die ich mal selber nachlesen möchte. Aber das Buch an sich, die Geschichte, hat mich halt überhaupt nicht überzeugen können. Um wiederum über vielleicht
Genmanipulation und Veränderungen am menschlichen Körper zum Nachdenken anzuregen, war es wiederum zu gehetzt. Also wir sind eigentlich immer irgendwie auf der Flucht, im Angreifen oder beim Arbeiten. Und viele Szenen reihen sich meiner Meinung nach ohne größere Verbindung aneinander. Also sie machen irgendwas, dann machen die was anderes, dann passiert noch irgendwas, aber es fehlt für mich der rote Faden, das große Ganze und einfach so eine kohärente Erzählung. Ich war dann auch recht froh, als ich online gesehen habe, dass viele andere auch so verwirrt waren wie ich, nicht wussten, was eigentlich das Ziel ist und wie sie überhaupt auf dieses Ziel kamen. Und prinzipiell würde ich sagen, es ist gute Science, aber schlechte Fiction. Insofern würde ich es nur Menschen empfehlen, die wirklich gerne und oft Hard Science Fiction lesen, aber vor allem auch den Vorgängerroman gelesen haben, Blindflug, denn sonst fehlt meiner Meinung nach wirklich etwas zum Verständnis. Ich bin auch noch etwas hin und her gerissen, denn einerseits möchte ich eine ganze Weile eigentlich nichts mehr von ihm lesen, andererseits würde ich gerne wissen, ob nun das Ganze mit dem Vorgängerroman im Hinterkopf etwas klarer wird. Deswegen irgendwann werde ich, denke ich mal, zu Blindflug greifen, aber aktuell hat das mich leider nicht überzeugen können. Dann danke ich euch schon mal fürs Zuschauen bei diesem eher nicht so begeisterten Video und hoffe, wir sehen uns das nächste Mal. Vielen Dank!